Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. Okay, jetzt kannst du losgehen. Tut mir leid, jetzt kannst du wirklich losgehen. Ich gehe in die falsche Richtung. Was machen wir nun heute? Tolle Sachen, kann ich nur sagen. Wir gehen in den nächsten Dungeon. Und ich möchte... In den nächsten Dungeon. In der Werfung. Ja, habt ihr gut gemacht. Ah, viel. It's dangerous to go alone. Ja. So. Bin ich schon mal hier. In the bathroom. Ich hab so einen Phrasenwurm. Sagt nämlich ein netter Herr, sagt das oft, dass dieses in the bathroom. Ich hab so ein Ohr. Oh, das geht gar nicht. Hör mal, das geht doch nicht. Und ich finde das wahrscheinlich schon wieder nicht. So, das hat bis jetzt schon mal recht gut geklappt. Hahaha. Haben auch mal alle gelacht. Oh Gott, ich bin schon wieder hier. Am Verdaddeln. Das ist totaler Müll, den ich hier anstelle. Fee. So. Nein. So, hier war ich. Erstmal nochmal kurz erwähnen. Ich mag das Lied, das ist toll. Gott, wo muss ich lang? Hier lang. Gut. Einfach mal laufen. Einfach mal, okay. Da scheint hier falsch zu sein. Hier bin ich richtig. Ja. So. Der zweite Dungeon. Och, nö. Der zweite Dungeon. Diesmal gibt es davor nichts. Das ist der zweite Dungeon, der Mond-Dungeon, die Mondhöhle. Und da bekommen wir auf jeden Fall auch wieder ein paar Sachen. Wie zum Beispiel einen Moment. Ich muss die Zeit überbrücken. Das ist der Mond-Dungeon. So sieht der schon mal aus. Und das ist ein bekannt vor. Wir holen uns zuerst den Kompass. In der Bathroom. Jo. Dann nach links. Hier wollen wir diesen... What the hell? Machen die jetzt einen auf so Stress hier? So,
dann, wollen wir jetzt weiter nach rechts. Dann. Oh, meine Güte. Nerv mich. Wollen wir hier den? Den Schlüssel! Gehen wir hier hin? Na, hat schon all seine Richtigkeit. Keine Sorge, Jungs, ne? Gehen wir hier. Sudereit. Und da hier ist der Kompass. Metzeln wir noch ein bisschen. Oh, ho, ho. Ja. Hallo? Nein! Penner! Ja. So. Die Mappe. Le Map. Bombe oben. Tada! Fast, tada. Map, die Karte. Okay, nein, das habe ich mir gerade selbst ausgedacht. Ich habe das nicht aus einer Kleinkindersendung. Das Secret Item. Wo war das nochmal? Hey, nochmal nach Norden die Wand bomben. Au. Okay, mal ganz kurz nachdenken. Wo muss ich nun lang? Oh ja. Jetzt nach links. Zack, 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 zack. Nein! So, jetzt habe ich den Schlüssel geholt. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz gucken. Jetzt haben wir hier diesen Magic Boomerang. Das ist ein neuer Boomerang. Das ist das Secret Item hier. In diesem Tüdelü. So, das ist der Magic Boomerang. Wie weit geht der? Ganz, ganz doll weit. Dann gehen wir jetzt nach Norden. Und dann. Ha! So. Und jetzt habe ich einen Schlüssel schon eingesammelt, der hier in der Mitte auftaucht. Was kann der Boomerang? Er stunt die Gegner. Also hält fest, ne? Bombe! Noch eine Bombe! Und, das ist. Entschuldigung. Das ist Dodongo. Der, dicke Macker im zweiten Dungeon. Dodongo. Wie man sieht, den kann man nicht stunnen. Na! Was wir hier brauchen, sind auf jeden Fall die Bomben. Möchtest du dein Mündchen öffnen? Komm schon. Ich weiß nicht, ob er es hier macht. So.
Man muss ihn bomben. Man muss ihn Bomben in den Mund legen. Komm her. Oh, wer ist mein? Boom! Das war Dodongo. Leier Gottes. Und wir haben einen neuen Herzcontainer. Jo. Was haben wir denn hier? Da ist noch ein Triforce Stück der Weisheit. Nur ein Stück. Das zweite, um genau zu sein. Du. Komm her. Na. Pam. Mein Name ist Eddie Winkmann. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt. Schon Dungeon 3. Bis dahin. Ciao.